Es kann nur einen geben. Bam. In Augsburg geht es um mehr als nur die beste Küche. Das ist also das Original Kobe aus Japan, das teuerste Fleisch der Welt. Es geht um eine ganze Weltanschauung. Ich finde den Hype total überbewertet, also wenn ich sehe, was das kostet. Und vom Geschmack auch nicht viel anderes wie ein Rinderfilet. Burger-Profi Bob verfügt über ein gesundes Selbstvertrauen. Wir kochen die platt. Also unsere Küche nenne ich Punk-Rock-Cuisine. Also eher was Rebellisches. Und bei manchen rebellieren dann auch die Geschmacksnerven. Er war Medium bestellt, ist ein bisschen leicht ins Medium durchgegangen. Ist jetzt nicht so mein Fall. Also ich mag gerne saftige Burger, gehört für mich oben reinbeißen, unten muss es rauslaufen. Unterschiedlicher könnten die Konzepte nicht sein. In Augsburg prallen Welten aufeinander. Heute, Bob macht im Bobs alles selbst. Das Bier, die Burger und seine Pizza. Morgen, Matthias Steak Manufaktur ist offizieller Anbieter für japanisches Kobe Beef. Mittwoch, Jessicas Familie betreibt den Brauereigasthof seit 5 Generationen. Donnerstag, Manuels Camouflage ist ein echter Geheimtipp, auch ganz ohne Tarnung. Freitag, Tassilos Magnolia liegt in einer ehemaligen Spinnereifabrik, ohne Flachs. Das Einzige, was sie eint, der goldene Teller. Den wollen alle gewinnen und 3000 Euro in bar. Doch dafür müssen sie besser sein als alle anderen. Also beschnuppert man sich beim Kennenlernen erstmal vorsichtig. Hallo, hey. Ich bin der Matthias. Grüß dich. Manu, grüß dich, hey. Servus. Es geht zunächst um unverfängliche Dinge. Ja, Augsburg-Oberhausen ist nicht so die schönste Gegend. Bisschen sozialer Brennpunkt. Von wegen unverfänglich. Bob betreibt 6 Restaurants und ist nicht ohne Grund hier. Oberhausen ist ein bisschen der Problembezirk in Augsburg. Aber es ist ein cooler Stadtteil. Das ist der einzige Stadtteil, der ein bisschen Großstadtflair hat von ganz Augsburg. Hier drüben ist der Banker in der Stadtsparkasse. Da drüben sind die Junkies. Es gibt auch viele Nutten hier. Also das ist irgendwie so ein kunterbunter Haufen. Sehr, sehr geil. Also ich finde es einen guten Stadtteil. Aber auch eine gute Gastro-Location? Die Mitstreiter sind skeptisch. Was könnte denn hier wohl sein? Ja, außer der Bob, ne? Ja, außer der Bob. Ich kenne sonst keinen anderen Gastronomen, der hier ist. Ah, Luftgitarre. Offenbar ein entscheidender Hinweis. Ich meine, wir kommen an Oberhauser Bahnhof ins Bobs. Rock and Roll. Rock and Roll, ja. Gitarre, das wird wohl der Bob sein. Sag mal, Bob, wieso nennt dich eigentlich jeder Bob? Bob ist mein Spitzname. Den haben mir damals meine Fußballkollegen gegeben. Ich hatte Dreadlocks und war Bob Marley-Fan. Und wieso heißt das Lokal Bobs Fast and Slow Food? Da oft die Gäste so mäkeln und immer irgendwie, man kann immer alles recht machen und mal dauert es zu lange und mal dauert es zu kurz. Und dann habe ich gedacht, wir nennen Bobs Fast and Slow Food. Am Wochenende viel Betrieb ist, dann ist Slow Food. Und am Montag geht es mal ein bisschen schneller, da ist Fast Food. Bob sieht die Dinge eher locker und glaubt damit, in der Gastronomie genau richtig zu sein. Wenn ich schon arbeiten muss, dann mache ich Gastwirt, weil da kann ich in der Früh ausschlafen und abends kann ich trinken. Na, da bist du ja hier offenbar an der Quelle, oder? Wir brauen hier unser Bier selber. Wir brauen aber keine traditionellen Biere, sondern wir brauen ein Pale Ale, das nennt sich dann bei uns fucking Rock'n'Roll Pale Ale. Und dann brauchen wir ein mexikanisches Bier, das Santa Marta Cerveza. Und ein Cola-Mischgetränk, das nennt sich dann Schwarze Engel. Der Trick an dem ist, wir mischen das mit Doppelbock. Schmeckt nach Cola-Bier, hat aber 5,4% Alkohol. Ja, und haut halt voll in die Birne. Ich find's gut. Und wenn's zu sehr in die Birne haut, dann landet man hier oder was? Kommen alle Burger rein, wo scheiße schmecken. Weg, verbrennen, zack, tot, Klappe zu. Wer entscheidet das? Die Gäste. Wenn die Gäste es nicht kaufen oder sagen, es ist nicht gut, dann kommt er weg. Ratzfatz. Dieser Burger, wo dann gestrichen wird, der wird ein letztes Mal von unserem Koch Benny gekocht. Danach kommt er auf den Scheiterhaufen und wird eingeäschert. Die Asche kommt in die Urne und die Urne kommt dann auf den Friedhof der Burger. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, sowas kommt man, wenn man ein paar Bier getrunken hat. Ne? Nicht, dann kommt man da nicht drauf. Ne? Der hat's ja nicht lange gemacht.
Ja, der hat total versagt. Der ist komplett durch das Raster gefallen. Ein Witz, ein Marketing-Gag mitnichten. Bob nimmt seinen Burgerfriedhof verdammt ernst und betreibt ihn mit größtem Respekt. In aller Trauer, Benny. Mir tut's immer sehr weh, wenn ein Burger von uns gehen muss. So, alles auf Anfang. Das Bobs ist ja nicht nur eine Burgerbude. Also unsere Küche nenne ich italienisch, amerikanisch, schwäbische Punkrock-Cousine. Klingt wild. Das ist meine Küche. Unser Chefkoch, der Benny. Moin. Hi. Was macht Benny gerade? Er bereitet gerade einen Burger vor. Und wie ihr seht, frisch gepresst, alles frisch. Also wenn die Gäste hier reinkommen, die meisten, wo nicht da waren, die denken, hey, was ist denn das für ein abgefuckter Laden? Und erwarten eigentlich nichts. Und dann kommt das Essen auf den Tisch und dann denke ich, ey, wow, brutal, geil, frisch. Hätte ich nicht erwartet. Hammer. Was kommt da alles rein? Ist reines Rinderhackfleisch. Wieso ohne Salz? Weil wir einen reinen Fleischgeschmack haben wollen. Nur Fleisch, sonst nix. Und was ist das da jetzt? Ich tue Butterschmalz auf den Grill, damit die Semmel leicht kross wird und ein bisschen besser schmeckt. Aha, also doch nicht nur Fleisch. Damit das kein Fall für den Burgerfriedhof wird, gibt's durchaus Geschmacksverstärker. Dann für den Pepperoni-Burger die Pepperoni. Leicht warm. Scharf? Jein. Kein Salz, langweilige Pepperoni. Ist wenigstens an dem Käse irgendwas Außergewöhnliches? Das ist Cheddar Cheese. Also eher nicht. Und die Pepperoni kommt einfach so obendrauf? Der kommt so obendrauf. Aber so richtig crazy ist das ja alles nicht, Bob. Was ist denn da das Besondere dran? Komplett einfache Küche, aber das hoffe ich doch in fast in Perfektion. Ob er sich damit gegen seine Mitstreiter durchsetzen kann, Bob ist gut drauf und versprüht richtig gute Laune. Hallo, willkommen bei mir in Bobs Fast and Slow Food in Oberhausen. Kommt da mal rein, könnt ihr ruhig auseinandernehmen. Ich bin da mal weg. Wie schätzt du deine Chancen ein, Bob? Also, die vier können da ruhig mal reingehen. Aber wir werden das Ding gewinnen. Wir kochen die platt, denn wir sind die Geisten. Also ich denke, dass der Bob ein ganz cooler Typ ist, mit dem werden wir bestimmt Spaß haben die Woche. Ja. Die Jessica ist ein nettes, offenes, lustiges Mädel. Mein Gesamteindruck von der Gruppe ist absolut mega. Es sind ganz, ganz nette Jungs und Mädels. Der erste Eindruck zählt auch beim Ambiente. Ja, cool. Ganz schön cool hier. Okay, okay. Mal was anderes. Ja, cool. Bier, ne? Bier. Ganz wichtig. Ja, ich mag es eher noch ein bisschen gemütlicher. Es ist halt sehr rustikal. Ja, aber für einen richtigen Rocker ist das, glaube ich, genau das Optimale. Aber ist im Bobs wirklich alles nur Rock'n'Roll? So. Servus. Hallo. Matthias, grüß Benny. Dich. Servus, grüß dich. Hi, Manu. Benny, servus. So, was zeigst du uns jetzt heute? Ich wollte jetzt gerade Burgerfleisch portionieren. Mhm. Okay. Machen wir heute Patties, macht ihr selber? Machen wir selber. Sehr schön. Jeden Tag frisch. Jeden Tag. Ist, sage ich mal, ungewöhnlich für so Objekt, dass sie so hohen Qualitätsstandard haben. Ja, aber ich finde, das gehört sich so. Also mittlerweile so. Ne, ist ja, da erwarten aber viele nicht. Ja, stimmt. Wenn sie da reinkommen und es ist halt doch ein bisschen. Bisschen anders. Wie anders ist denn das nur alles wirklich, Benny? Ja, wir portionieren unsere Burger-Patties auf 180 Gramm. Okay, ja, vernünftig. Das ist eine gescheite Menge zum Essen. Ja. Hackfleisch kriegen wir auch, jeden Tag frisch. Woher bekommt ihr das, euer Hackfleisch? Von unserem Metzger. Euer Metzger des Vertrauens, oder? Genau. Ist das ein Geheimnis oder darf man den nennen? Den kann ich ruhig nennen. Das ist der Stöckle in Rhein am Lech. Mhm. Von den ortsansässigen Metzger, sauber abgepackt, da ist Zugschweiß, macht's frisch auf. Nee, also da kann man gar nicht maulen, ne? Von wegen Rock'n'Roll, keine Kompromisse bei der Qualität. Da ist Bob konservativ. Weißt du, was ihr für eine Körnung habt oder wie grob euer Hackfleisch gewolft wird? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube 5 mm. Ja, das normale Hackfleisch ist feiner, ne? Oder was hat das? 1-2 mm? Sowas, ja. Benny hat ja gerade gesagt, dass er 5 mm Körnung hat.
Macht natürlich die Struktur fester von dem Burger, geschmacklich natürlich viel besser. Du hast einen anderen Biss, du hast nicht dieses Lapprige, sondern du beißt halt rein und hast halt eine ordentliche Konsistenz, schmeckt halt nach Fleisch. Positive Überraschungen in der Küche. Und auch der Gastraum ist nicht einfach nur eine Rockerkneipe. Lass mal schauen, was da drin ist. Alle Pappburger. Komm, ich hol mal eine runter. Okay, ne? Welche willst du denn? Fette Kuh, ja, oder? Ja. Hier, was wir auch machen. Da ist ja tatsächlich Asche drin. Alter Gottes Welt. Okay. Was meinst du, was das ist? Das wird ja wohl hoffentlich nicht die Großmutter sein. Stellen wir zurück hier, komm. Ich möchte nicht. Ich möchte das mal böses Omen heraufbeschwören. Richtig, richtig. Ne? Keine Grabschänder. Ne? Ja, wahrscheinlich wollte Bob seinen Lieblingsburgern einfach einen stilvollen Abgang bescheren und hat deswegen hier die Onen-Galerie da aufgebaut. Ne? Denke ich mal. Entschuldigung. Super. Stilvollen Abschied. Moment mal, Bob. Bob hat sehr an seinen Burgern gehangen. Okay? Ich weiß überhaupt nicht, warum du da so lachen musst. Das ist nicht witzig, okay? Mann. Schnappatmung. Ganz ruhig. Ruhig. Und es gibt noch mehr zu lachen. Also Aufzug ist es nicht. Nee, ist auch keine Raucherlounge, dachte ich nämlich auch, ne, dass man hier vielleicht rauchen kann. Ja, das ist ein krasses Teil. Vielleicht für romantische Stunden zu zweit. Zumachen hast du noch. Aber mehr nett, weil ist ja Glas. Ja, romantisch. Auf jeden Fall kann man auch ein bisschen voyeuristisch sein, zugucken von außen, macht auch Spaß. Ne? Ich bin mir sicher, wenn hier jemand anruft beim Bob und reserviert und sagt, ich komme mit meiner Freundin oder sowas hier vorbei und möchte ein bisschen ungestört sein oder so, jo, dann ab in den Kasten. Was gibt's denn hier eigentlich noch zu essen, außer Burger? Das ist eure Karte? Ja. Okay, ja, rough. Ausgedruckt, zusammengetackert. Ja. Geil. Fertig. Es passt zum Konzept, würde ich sagen. Kürbiscremesuppe, voll schlampig gerührt. Sehr schön. Nein, viel spannender. Big Tits Menü? Die dich nicht trauen. In der Karte habe ich Dinge gelesen wie Pornfelder, Schlampig, Titten. Ich meine, das musst du deinem Kind doch erst mal erklären, wenn das dabei ist. Das mit der Wortwahl auf der Karte ist überhaupt kein Problem. Hast du schon mal gesehen, was 8-jährige Kinder auf dem Handy haben? Da wirst du rot, ne? 2 Burger nach Wahl. 1 bis 14 mit Chips. 15, da lache ich doch, okay. Mhm. Wie viele Burger habt ihr auf der Karte? 17. 12 mit Rindfleisch, 2 Hähnchen, 1 Schwein und 2 vegetarische. Ja, also 17 ist mal Ansage. Also mich hat's überrascht, diese Burgervielfalt, dass die wirklich so viele Burger drauf haben. So viele Burger, ja. Hätte mit viel weniger gerechnet. Witzige Ideen drauf. Liest mal lustig runter. Jetzt ist aber mal Schluss mit Burger. Muss da auch noch was anderes geben. Pizza, El Bonito, Tomatensauce, Käse, Thunfisch und Zwiebel, also Tonno eigentlich, ne? 8 Euro. Ja, ist völlig fair, der Preis. Völlig in Ordnung. Seid schon von der Viagra Potente. Tomatensauce, Käse, Vorder Spargel. Und Artischocken. Okay. Die Viagra Potente, da ist Spargel drauf, ne? Wir haben gedacht, Spargel macht spitz. Und Viagra angeblich auch, ne? Wenn die Chefin befiehlt, dann mach ich's auch. Ich dachte mir, er muss den ganzen Tag oben bleiben, oben auf. Wir wollen jugendfrei bleiben. Jetzt sind wir hier deswegen, eh nicht mehr. Deswegen, ja. Auf jeden Fall Viagra Potente, freue ich mich drauf. Bin sehr gespannt. Das denke ich mal. Vielleicht sollten wir lieber doch erst mal Platz nehmen. Ich denke, heute kann nichts schief gehen. Wir sind gut vorbereitet. Es gibt immer einmal im Jahr, sage ich mal, 1-2 Tage, wo es mal wirklich alles drunter und drüber geht. Aber das wird nicht heute sein. Bob setzt voll auf seine Crew. Die Bedienung der Gäste überlässt er einer Mitarbeiterin. Mag ich vorstellen, die Jessie, die ist für euren Tisch halt verantwortlich. Hallo. Und sonst, wenn ihr Fragen habt, einfach die Jessie fragen. Ich bin auch noch im Haus. Bob, ich habe eine Frage an dich. Ja. Was hat das mit den Urnen auf sich? Ist es deine Oma? Ist es deine Ex-Frau? Der Hamster? Wer ist es? Ja, an der Rechten hast du recht. Die Hanna ist meine Ex-Frau. Hanna ist der Ex. Tolle Lebensversicherung. Hey, Spaß beiseite. Das sind die Burger, die bei uns nicht so gehen. Es gibt Burger, die einfach
nicht so angenommen werden, wie es gewünscht war. Und die kommen bei uns dann in die Urne und neue dann wieder zum Leben erwecken können. Okay. Ja, also. Und wenn ihr Lust habt, heute werden zwei Burger eliminiert. Die werden dann gleich hinten in der Küche verbrannt. Das ist so quasi dann der Totenschmaus in Bobs Augsburg. Jawohl. Ja? Ja. Juhu, wir freuen uns auf die Hexenverbrennung. Ja. Leider so, keine Ahnung, schauen wir uns auf jeden Fall an. Ja. Schütten noch ein bisschen Benzin ins Feuer, ne, dass das Ding richtig brennt. Und dann kommt er weg, ab in die Urne und tschüss. Fegefeuer statt Schweineeimer, auch eine kreative Art, mit unliebsamen Speisen umzugehen. Ja, habe ich ein Problem, ne? Nachdem die anderen ja schon alle Nachspeisen wegbestellt haben, hätte ich vorgeschlagen, ihr zaubert mir einfach irgendwas, ne? Macht ihr irgendwas Besonderes? Lasst euch was einfallen. Okay, überrascht mich. Ja, Surprise. Okay. Bei mir ist Dessert immer ganz wichtig. Also ich, wenn ich deftig esse, brauche ich noch so ein bisschen den Kontrast zu was Süßem. Ja, das ist bei mir ganz wichtig. Und da schauen wir mal, was sie dann daraus machen. Ne? Wenn es überhaupt so weit kommt, denn Bob hat ein Problem. Ich kann es lesen, ne? El Pollo Loco. El Pollo Loco. Chili con Carne. Cuba Medium, Suppe. Haben wir nicht ein neues Ruckerband? Surprise, ne. Zwei Faktoren, bisschen wenig Tinte, schlechte Augen, Missgeschick, soll nicht passieren, aber ich glaube, das kriegt man trotzdem hin. Gut, dass Bob nicht für die Küche zuständig ist. Da verlässt er sich ganz auf Benny und der behält den Überblick. Ich schneide die Zwiebel zu kleinen Würfeln, schwitze dann mit der Zucchini an für den Zucchini-Dip. Den brauchen wir für die Chips mit Dip, die als Vorspeise gehen. Dazu kommt noch Curry und Maracuja-Saft. Machst du den Dip immer frisch an oder ist er gekauft? Normalerweise tue ich mehrere Portionen vorbereiten. Geht ja echt flott. Hast du irgendwelche Tipps zum Schneiden von Gemüse? Es ist das Wichtigste, dass man sich nicht schneidet. Ach so. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. So, dann tun wir das alles in eine Pfanne, Topf, Sauteuse mit Butter. Schwitzen das jetzt an. Was muss man beim Anschwitzen beachten? Ich schaue, dass die Zwiebeln glasig sind und dann die Zucchini, bei der ist nicht ganz so schlimm. Ein bisschen Farbe kann ich schon bekommen. Beim Anschwitzen gibt die Zwiebel ihren Saft ans Öl ab. Wenn es dann angegangen ist, kann man Curry dazu tun. Ist das irgendein besonderes Curry? Nee, gibt's in jedem Supermarkt zu kaufen. Den dann ein bisschen angehen lassen. Weil der Kurkuma kommt erst richtig gut. Die Farbe kommt erst richtig gut raus, wenn er warm ist. Jetzt tue ich noch Saft dazu. Welchen Saft man nimmt, ist jedem selbst überlassen. Am besten einen gelben, weil wir die Farbe behalten wollen. Noch irgendwelche anderen Gewürze? Nee, durch das Curry, das hat genügend Gewürze. Eventuell, je nach Geschmack, noch ein bisschen Salz, vielleicht noch ein bisschen Pfeffer. Jedem selbst überlassen. Wie schon vorhin beim Burger, mit Salz geht Benny durchaus sparsam um. Das ist unser hausgemachter Cheese Dip. Der besteht aus Paprika, Zwiebel, Jalapenos, Jalapeno-Saft und Cheddar-Cheese-Scheiben. Schneiden die klein, tun die, kommt nur Wasser dazu und dann koche ich das auf. Unter ständigem Rühren wird der Käse dann flüssig und dann ist er fertig. Das ist was? Das ist die Guacamole, auch hausgemacht. Dann nehmen wir Avocados, Tomaten, Frühlingszwiebeln, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Jalapenos. Bisschen Jalapenosaft für die Schärfe und dann abschmecken, fertig. Äußerlich gibt Benny den Hobbykoch, aber er hat durchaus hohe Ansprüche, große Vielfalt und alles frisch. Ob die Mitstreiter das anerkennen,